Einsatzfahrt mit Dennis und Sascha, Rettungsassistent und Notfallsanitäter der Bundeswehr. Ein Notfall ging bei der Leitstelle der Feuerwehr in Berlin ein. Rettungswagen der Hilfsorganisationen und der Feuerwehr sind hier im Einsatz und drei von der Bundeswehr. Die Leitstelle sieht, dass Sascha und Dennis gerade in der Nähe sind und weist ihnen den Einsatz zu. Also unser nächster Einsatz ist jetzt eine 75-jährige weibliche Person, die uns gemeldet worden. Die soll Herzbeschwerden bei bekanntem Herzleiden haben. Gleichzeitig auch Hypertonie, das bedeutet ein zu hoher Blutdruck, Schwindel und Kopfschmerzen. Ja, das ist jetzt erstmal die erste Meldung, die uns, uns gemeldet wird. Wir überprüfen das jetzt vor Ort, ob das auch wirklich der Fall ist. Als erstes sprechen die Sanitäter mit der Patientin, um aus erster Hand zu erfahren, was passiert ist. Schönen guten Tag. Meine Nachbarin eine Runde. Nachher oder morgen gleich wieder die Situation. So, Sie sind ja alleine hier zu Hause. Ne? Das ist ganz schön langsam. Ne? Also überwiegend, weil Sie jetzt Schwindel hatten sozusagen. Ja, wiegt doll. Ordentlich Schwindel. Ja. War das so ein Drehschwindel? Ja. Ja. Aber wiegt. Routinemäßig wird dann die Herz- und Lungenfunktion überprüft. Dabei fällt den Sanitätern auf, dass die Patientin nur einen Puls von 40 hat. Damit müsste sie zügig ins Krankenhaus. Doch dazu braucht es natürlich die Zustimmung der Patientin. Also wir versuchen jetzt schon, die Patientin zu überreden, ins Krankenhaus zu kommen. Wie man merkt, sie will nicht. Wir können es irgendwo ja ein Stück nachvollziehen. Aufgrund des Alters und ihrem langen Krankenhausaufenthalt in den letzten Wochen, Monaten. Aber das ist jetzt so eine Situation, man muss jederzeit damit rechnen, dass die Dame einfach umkippt und dann tot ist. Deswegen werde ich jetzt also die Leitstelle anrufen, dass wir jetzt noch einen Notarzt dazu bekommen, der nochmal mit der Dame spricht. Die Leitstelle alarmiert das nächstgelegene Notarzteinsatzfahrzeug, kurz NEF. In diesem Fall ist ein Team der Berliner Feuerwehr am Zug. Doch auch sie können die Dame nicht überzeugen. Sie unterschreibt, dass sie gegen ärztlichen Rat zu Hause bleiben will. Immerhin, ihr Hausarzt werde sie am nächsten Werktag besuchen. Ortswechsel. Wir begleiten einen Oberstabsarzt auf dem NEF der Bundeswehr in Berlin. Er kommt dann, wenn das Beisein eines Arztes schon direkt am Ort des Geschehens notwendig ist. Ja genau, wir fahren nach Spandau. Dort soll ein Patient eventuell einen Schlaganfall haben, ist bewusstlos oder bewusstseinsgetrübt. Mehr wissen wir aber noch nicht. Als wir eingetroffen sind, saß sie auf dem Sofa, hatte einen Blutdruck von 238 zu 135. Das kann schon mal in die Richtung Schlaganfall sprechen, weil der Körper, wenn die Gefäße im Gehirn zugehen, dann mit einem hohen Blutdruck reagiert, um die Gebiete weiter zu versorgen. Sie hatte schon mal einen Schlaganfall in der Anamnese. Also wir haben jetzt auch die Diagnose so im Raum stehen lassen und sie so behandelt, haben den Blutdruck leicht gesenkt, zu doll nicht, wie gesagt, um die Gehirnversorgung aufrechtzuerhalten. Das Bundeswehrkrankenhaus in Berlin, hier gibt es eine eigene Notfallaufnahme. Genau wie die Rettungswagen und das Notarzteinsatzfahrzeug ist sie ins Notfallrettungssystem der Hauptstadt eingebunden. Hier treffen wir auch Dennis und Sascha wieder. Sie haben gerade ein beim Eislaufen verunglücktes Mädchen eingeliefert und übergeben die Patientin an das Personal vom Bundeswehrkrankenhaus. Ein wichtiger Zeitpunkt, der Konzentration erfordert. Keine Informationen zur Patientin und zu getroffenen Maßnahmen dürfen verloren gehen. Wir bleiben in der Notfallaufnahme und treffen Flottillenarzt Götz Möhl. Meine Hauptaufgaben sind als Facharzt hier arbeiten in der Notfallaufnahme, dort Patienten zu betreuen und Kollegen auszubilden. Und zum Zweiten bin ich stellvertretender Leiter des Rettungsdienstes hier im Bundeswehrkrankenhaus. Die Notaufnahme, genau wie das ganze Bundeswehrkrankenhaus, behandelt überwiegend zivile Patienten. Soldaten sind nur zum ungefähr 10% Anteil der Patienten hier im BWK. Das ist sogar so, dass das Bundeswehrkrankenhaus überproportional mehr in Anspruch genommen wird, zumindest die Notfallaufnahme, als vergleichbare Krankenhäuser, weil offensichtlich die Versorgung und die Ausrüstung hier besser angenommen wird als in anderen Krankenhäusern. Der genuine Zweck der Bundeswehrkrankenhäuser ist ja, Kameraden auszubilden, die dann im Einsatz eben wiederum anderen Soldaten helfen können. Und dazu muss man eben sich auch sozusagen trainieren in Notfallmedizin und überhaupt Patientenversorgung. Ich war früher als Wehrpflichtiger bei der Bundeswehr und habe dann zivil studiert, war über 20 Jahre im Zivilen tätig und bin vor 2,5 Jahren zurückgekehrt zur Bundeswehr als sogenannter Quereinsteiger und habe eigentlich seitdem keinen Tag bereut. Das liegt zum einen natürlich an der sehr großzügigen personellen Ausstattung, zum anderen aber auch daran, dass
wie ich finde, es auch einen gemeinsamen Geist gibt, den man tatsächlich auch, finde ich, in der täglichen Arbeit jedes Mal merkt. Und ich finde das Auskommen hier im Team sehr, sehr gut und im besten Sinne kameradschaftlich. Der Rettungsdienst und die Notfallaufnahme der Bundeswehr in Berlin. Helfer für alle.